Hallo zusammen, ich habe hier einen Bootskühlschrank. Also der geht hier noch weiter, bis hier runter. Das ist ein Bootskühlschrank mit 230 Liter. Und ein Kühlschrank. Und oben ein Tiefkühler, aber nur ein Zwei-Sternfach. Wir haben je Türe eine Lüfterstellung, das heißt, man kann den Kühlschrank so viel auflassen. Und der Kühlschrank wird sehr viel verbaut in amerikanischen Booten oder Yachten. Weil der Kühlschrank hat eine Lochbreite von 58 cm und eine Lochhöhe von 1,34 m. Und dann habe ich hier diesen Einbaurahmen, der dann über den Schrank hinaussteht, mit 1,63,5 m. Und unten habe ich noch ein Profil, das ist jetzt hier nicht montiert, dass unten ein sauberer Abschluss da ist. Ich habe einen Nordkohl-Kühlschrank, der auch sehr viel verbreitet ist auf dem amerikanischen Markt. Da verlinke ich euch am Schluss. Wir haben ein Kühlsystem in diesem Schrank drin und ein Verdampfer. Das heißt, das Kühlelement geht hier durch, also ich kann hier fast durchfassen. Ich habe zwar hier noch eine große fette Tropfschale und hier eine zusätzliche Isolation drin, dass das Wasser, die Kälte oben bleibt. Man könnte hier an diesem Stutzen, hier von diesem Ablauf, könnte ich abschneiden, einen Schlauch hinmachen und den Schlauch hinten rausbohren und das Wasser abfüllen. Standard ist auch eine Innenbeleuchtung und hinten ein mechanischer Thermostat, aber sobald der mal eingestellt ist, lässt man den eigentlich eingestellt und der Kühlschrank wird dann über den Hauptschalter oder einen separaten Schalter auf dem Boot ausgeschaltet. Ja, so sieht der Kühlschrank von der Seite her aus. Ihr seht, hier ist noch eine Schutzfolie drauf, hier eine Transportsicherung. Und unten ist das Profil nach vorn. Wir sehen hier das Profil hier mit der Transportsicherung für die Verpackung. Und das Profil geht hier ganz nach unten. Und hier hinten haben wir ein Standard-Kühlaggregat mit einem Seckop-Kompressor BD50 mit einer Standardsteuerung, also nichts Besonderes. Man könnte das Kühlaggregat sogar extern setzen, weil die Leitung bis hier oben ist genügend lang. Weiter sehen wir hier das Tippenschild von diesem Kühlschrank. Eben wie gesagt, der Kompressor mit dem BD50 ist relativ schwach für europäische Verhältnisse. Für amerikanische Verhältnisse ist das okay, weil diese Yachten sind alle auf 18 Grad runterklimatisiert, dann spielt das überhaupt keine Rolle. Aber mit einem BD50 dieses Volumen zu kühlen, ist schon bald grenzwertig. Aber eben, er ist gebaut für den amerikanischen Markt und in amerikanischen Booten drin, Florida und so weiter. Und wenn ihr da ein Boot habt, das ist durchgekühlt auf plus 18 Grad mit einer Klimaanlage. Von dem her, diese Leistung, die hier drin ist, ist genügend. Der Stromverbrauch dieses Kühlschrank geben wir an mit 1008 Wattstunden pro 24 Stunden oder pro Tag. Also ist relativ hoch, aber eben, es ist auch ein großer Kühlschrank und meistens in der Größe Boote ist Leistung da. Das wird auch nicht groß über den Stromverbrauch diskutiert. Unten verlinke ich euch diesen Katalog hier. Es ist 2022, August. Und auf der Seite 40 findet ihr diesen Kühlschrank mit dem genauen Beschrieb. Hier oben verlinke ich euch ein Video
von einem Nordcold-Kühlschrank, also ich sag mal im amerikanischen Sektor oder auf amerikanischen Yachten viel verbauter Kühlschrank, ist natürlich ein amerikanischer Hersteller. Ja. Mehr gibt es nicht zu sagen. Ihr könnt mir einen Daumen nach oben hier lassen und ich wünsche euch einen schönen Tag.